Mr. Futsal, the podcast. Mr. Futsal, the podcast. Mr. Futsal, el podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, heute zum 108. Podcast aus meinem Kleiderschrank hier wieder. Und deshalb hier Mikrofon, euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite der Futsal-begeisterte Sebastian Rauch. Hi Sebastian. Was für eine Ansprache, erstmal aus deinem Kleiderschrank. Ich sitze nicht in deinem Kleiderschrank, ich sitze in meinem kleinen Homeoffice hier. Ja, wäre auch ein bisschen eng, wenn du hier auch noch rumhängen würdest. Genau, also weil du sagst, du aus deinem Kleiderschrank ja. Und ich aus meinem Homeoffice. Rumhängen ist übrigens ein gutes Wortspiel, wenn man hier im Kleiderschrank ist. Also von daher. Rumhängen, ja. Also ich finde das sehr interessant, wie du das da installiert hast. Also es ist echt ein Bild für die Götter. Ja, aber hallo zusammen. Schön, dass ihr alle reinhört und dass ihr dabei seid, mal wieder. Kennst du noch den Lila Launebär? Der hat auch mal im Schrank gewohnt. Ja. Ich finde das der Lila Launebär des Futsals. Ich wohne auch im Schrank. Daniel Weimann, nicht mehr der Futsal-Economist, sondern der Futsal-Launebär. Genau. Ja. Der Launebär, mach mal Laune. Mach mal Futsal-Laune. Es gab ja ein paar Futsal-News, die Laune machen auf jeden Fall in den letzten Wochen. In der letzten Woche. Was willst du starten? Soll ich was raussuchen, was wir hier kurz als News diskutieren möchten? News. Also gut. Wir kündigen immer so viel an, ne? Also über was können wir sprechen? Was gab es denn so in den letzten Wochen? Regionalligen war natürlich wieder ein bisschen, ne? Nach der Bundesliga. Regionalligen, die haben wir jetzt nicht so wirklich besprochen letzte Woche, muss man auch wieder sagen, ne? Könnten wir jetzt noch was zu sagen, aber ich denke, eine News, die ergibt sich auch irgendwie in Verbindung mit der Nationalmannschaft. Wir haben ja ein paar Wechsel, ne? Willst du die Wechsel, die wir durch die Nationalmannschaft jetzt irgendwie durch die Kaderdurchstöberung festgestellt haben, vielleicht veröffentlichen? Möchtest du es machen hier? Ja, ich kann das gerne machen. Ich habe es gefunden, ich darf es präsentieren, denn wir hatten noch im letzten Podcast angesprochen, dass die DFB-Futsal-Nationalmannschaft ja doch einige Spieler hat, die nicht in der Bundesliga spielen und auch eben ehemalige Spieler von 1894 erwähnt. Und dazu gehörten eben auch Tarek Hatzjaftic und Malik Hatzjaftic. Oh, richtig. Passt schon. Ja, und ja, anscheinend jetzt sind diese Spieler zu Wacker Eagles gewechselt. Ja. Also ganz, ganz neue News. Ja, sind wieder Bundesligaspieler. Interessant, ne? Jetzt gegen Mainz, noch nicht dabei, glaube ich. Also das hätten wir gemerkt, das hätten wir gehört. Und wenn wir uns da vertan haben, im letzten Bundesligaspieltag-Kontext. Mhm. Aber es ist eigentlich ja ganz cool zu hören, dass die Jungs untergekommen sind in der Bundesliga wieder. Wenn man denn hier die Daten des DFBs auch als valide wahrnimmt und damit verbunden, dass wir davon ausgehen können, dass es tatsächlich so ist, aber sonst würde es da nicht stehen, ne? Also sonst würde uns das nämlich auffallen beim nächsten Bundesligaspieltag, wenn die Hatzjaftic-Brüder nicht dabei sind. Es zeigt einem auch, dass der Bundesliga-Zug wichtig ist für die Nationalmannschaft, beziehungsweise dass sich Spieler schon daran orientieren und wissen, okay, wenn ich Nationalmannschaft spielen will, dann sollte ich in der Bundesliga spielen. Mir persönlich wäre es deshalb auch lieb, wenn vom DFB generell vorgegeben wird, dass auch kein Spieler mehr unterhalb der Bundesliga rekrutiert werden würde. Einfach als Anreiz, dass die Spieler sich aus der Komfortzone bewegen und in die Bundesliga wechseln, denn dort ist einfach das bessere Leistungsentwicklungsniveau. Es gibt natürlich noch ein, zwei Vereine mit Jan Regensburg, Panthers Köln, die wahrscheinlich dann eben jetzt auch in der Bundesliga eben mitspielen könnten und eben nicht vielleicht den letzten Platz belegen würden. Also wirklich realistisch mitspielen könnten, wo man sagt, okay, das Niveau dort ist gut. Deshalb hat man auch dieses Übergangsjahr. Aber wie siehst du das denn so ab nächstem Jahr? Sollte dann nicht auch vom DFB an den Nationaltrainer gesagt werden, wir wollen unsere Bundesliga schon als Premiumliga verkaufen? Das heißt, alle Bundesligaspieler spielen dort auch. Also erstmal, du sagst, die Panthers Köln und Regensburg, ja, die Mannschaften an sich haben bestimmt ein gewisses Bundesliganiveau. Aber die Regionalligen haben nicht das Wettkampfniveau, über das man sich halt weiterentwickelt. Da kann man trainieren wie der Weltmeister, wenn man nicht die Komplexität auf den Platz kriegt und daran lernt, dann ist das natürlich
hier und da nicht die Entwicklungsförderung, die du auch in der Bundesliga bekommst. Und da würde ich halt diesen Entwicklungsschritt Bundesliga als sehr wichtig empfinden. Das sehen wir auch an einzelnen Spielern. Da kommen wir heute noch drauf. Die haben sich über diese Bundesliga-Saison schon gut entwickelt, die wir in der Nationalmannschaft jetzt gesehen haben. Aber was ich sagen will ist, ja, auch nochmal diese intrinsische Motivation zu entwickeln, sich für den Futsal zu entscheiden, also auch ja, den Standort Bundesliga zu suchen als Spieler. Das finde ich auch sehr interessant und sehr wichtig. Allerdings halt nicht von heute auf morgen zu fordern. Das ist schwer. Aber schon im Laufe einer Rückrunde sollten sich Nationalspieler, die vielleicht aktuell noch in Regionalliga-Vereinen tätig sind, überlegen, wenn es denn vielleicht für die eigene Regionalligamannschaft nicht sicher in die Bundesliga geht, wenn man das, wobei die Panthers Köln und Regensburg, ich denke, die haben das Niveau, auch durch so eine Relegation durchzugehen. Ja, aber auch da muss spätestens so es Klick machen, dass ab der nächsten Saison hier wirklich so eine Priorität Bundesliga entsteht. Weil wir sehen hier halt auch entwicklungsfördernde Strukturen. Und das ist es eben. Der Wettkampf zählt am Ende halt, weil aus Wettkampf steuerst du wiederum Training und aus Training steuerst du wiederum Wettkampf. Das sind diese, das reziproke Verhältnis, ne? So kann man sagen, das wechselseitig sich unterstützende, abhängige Verhältnis. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Das findest du nur in der Bundesliga auf dem Level, das du für die Nationalmannschaft brauchst. Ja, bin ich ganz bei dir und wäre deshalb, glaube ich, eine gute Sache, wenn man da dann alle mitzieht oder eben auch dann Beispiel jetzt der Brüder Hatzjavcic, dass es auch so zieht und dann ist das ja alles ganz gut. Ja, ich habe aus den Regionalligen vielleicht die News, okay. Holzpfoste Schwerte hatte ja Jubiläum, hat auch echt viele Fans in die Halle gelockt, gegen den PCF Mülheim und auch das Spiel muss ganz spannend gewesen sein, bis zum Ende offen und dann noch das Spiel gedreht. War anscheinend ein schönes Futsalfest und das freut einen natürlich, dass man da in Schwerte immer noch zieht und dass man da so Leidenschaft weiterhin hat. Ja, das war natürlich jetzt eines der Spiele aus der Regionalliga West, denn so viele andere Spiele, ich schaue mal hier nochmal parallel nach, war noch was? Hat es noch was im... Ich gucke mir auch gerade mal die Regionalliga so nebenbei an. Was da noch lief, das war dann aufgrund der Länderspiele dann eben ja, Länderspielpause jetzt am Wochenende. Ansetzungen. Und dann such du mal weiter, dann mache ich noch eine andere News. Die kann ich ja kurz vorstellen. Und einmal sehr schöner Emotional Trailer der HSV Panthers über die HSV-Geschichte. Ah, natürlich mit dabei Michi Meier, der seit Anfang an dabei ist. Und ich fand es besonders sympathisch, wie Michi Meier erzählt, dass für ihn so das Highlight, das bisher das 2013er Finale war, wo der Futsal noch kleiner war, aber auch enger zusammen und die Community trotzdem voll in der Halle war, was wieder beweist, dass man nicht Leute in die Halle bekommt, weil das sportliche Niveau hoch ist oder nicht nur, sondern einfach, weil die emotionale Nähe zum Team auch wichtig ist und die da mitzieht. Und das war damals halt eine ausverkaufte Halle in Hamburg mit 2000 Zuschauern. Mhm. Das fand ich schön, dass er das genannt hat und auch natürlich die Elite-Runde. Und ist ein schöner Trailer geworden. Das wäre schön, wenn wir mehr davon hätten in der Bundesliga von den Teams. Das geht viral, das ist schön gemacht. Mhm. Ein bisschen überraschend fand ich jetzt, wenn Dennis Öztürk und der Torhüter, der Ersatztorhüter, Bünyamin Bulanik. Genau, Bulanik. So ein bisschen da über die Elite-Runde sprechen, als ob sie jetzt mitgespielt hätten. klar zieht das auch, man hört die Geschichten, ja. Oder vielleicht waren sie als Kinder irgendwie, als Jugendliche, da haben das mitbekommen. Das war so ein bisschen, da musste ich schmunzeln, aber ist ein schöner Trailer, dass die Jungs da mitmachen, oder? Fand ich schön, fand ich auch sehr schön, auch die entsprechenden O-Töne fand ich sehr interessant. Natürlich, du sagst schon, die jüngeren Spieler vielleicht da sind jetzt nicht so nostalgisch, vielleicht nachvollziehbar, aber Michi Meier, einfach sympathischer Typ, auch ist ja auch irgendwie derjenige, der da mit Celani, Labiat und wie sie alle heißen, wirklich durchgehend oder seit frühen Zeiten der HSV Panthers, auch seit den frühen Erfolgen, durchgehend dabei war und das Ganze auch tragen und jetzt als Spielertrainer natürlich auch. Ich denke, Michi Meier wird auch dort in Zukunft, auch nach seiner Spielerkarriere, vielleicht sogar das Traineramt dann alleinig oder wie auch immer. Also das kann ich mir vorstellen, weil er halt auch da, also er ist halt ein Panther. So ist es eben. Und das fand ich am Trailer interessant. Der HSV war gar nicht so, das war gar nicht so, da waren die Panthers irgendwie im Mittelpunkt. Hamburg Panthers habe ich da gefühlt und nicht so die HSV Panthers. Wie war das bei dir? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, es war auch ein Zitat von Michi Meier, der meinte, wir sind jetzt unter dem, ab 2015, seit 2015 sind wir unter dem Dach des HSV. Ja, wenn man das ein Jahr später vielleicht tätigt, die Aussage, okay, aber 5 Jahre später, dann ist man ja der HSV, man ist HSV Panthers, man ist also beim HSV, wir sind der HSV. Das war, da muss ich auch kurz schmunzeln, ist kein dickes Ding. Aber Ja, da merkt ne, man halt noch, dass sie noch in dieser Panthers-Mentalität stecken. Das kann gut und aber auch schlecht sein. Stichwort Identifikation mit HSV, auch einlassen auf den HSV, der HSV auf Futsal einlassen. Das ist ja immer so ein zweiseitiges Ding. Und ich weiß selber bei Fortuna, das ist nicht immer einfach, als Abteilung sich dort auseinanderzusetzen. Aber das ist eben von beiden Seiten die Mentalität zu sagen, wir gehören zusammen. Da ist das Herz von Michi einfach. Der hängt natürlich noch in der alten Zeit natürlich fest, verständlich. Ja, aber da, ich ja auch. Also ich bin auch ein Fan der Hamburg Panthers schlussendlich. Und das, ich kann das, man kann es ja nachvollziehen, wenn man so lange dabei ist und diese Geschichte der Hamburg Panthers, den Übergang zu den HSV Panthers jetzt miterlebt hat. Deswegen fällt mir das so auf und ich habe so dieses Panthers-Feeling einfach da drin. Apropos HSV, ich mache jetzt mal einen Übergang in die Regionalliga nochmal Ja, zurück, weil hau es rein. gab was. St. Pauli hat gespielt gegen Wolfmershausen, ne, hier, Topspiel im Ja, Norden. ist ja voll eng, die Liga. Ist ja Ja, die spannendste von allen. Wolfmershausen hat St. Pauli besiegt. Ja, 4 zu 2. 4 zu 2 gewinnt Wolfmershausen am Wochenende, also davor das Wochenende. Wir sind jetzt, ach ne, jetzt das letzte Wochenende. Okay, ich muss auch gerade gucken, wo sind wir eigentlich gerade. Aber damit verbunden, enge Liga, Kiel mit 18 Punkten vorne, Wolfmershausen, Sparta, Futsal, Maihahn und St. Pauli allesamt mit 3 Punkten dahinter. Das ist krass. Sehr eng, ganz spannende Liga. Ist auf jeden Fall erwähnenswert, sollte man hingucken. Ja. Und dann gab es auch noch im Nordosten, in der Nordregionalliga dort, die Nordabteilung, ein Topspiel zwischen Beach United und SD Croatia Berlin. Und auch hier wird es offener. Beach United, die ja schon vorne lagen, ich glaube mit 6 Punkten Vorsprung fast vor Kroatia auf dem ersten Platz, verlieren gegen Kroatia 7 zu 14. Das ist auch mein Ergebnis für ein Topspiel. Spricht für Defensivverhalten, wie man es auch immer deuten will. Defend was? 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 Weiß ich auch nicht. Aber jetzt ist auch wieder einigermaßen spannend. Beach United, die ja Liria besiegt haben, liegen jetzt noch mit 3 Punkten vor Kroatia und Liria. Also auch dort könnte mit einem weiteren direkten Duell nochmal alles offen werden. Ne? Also echt spannend auch. Also Nordosten und Nord scheint spannend. Im Westen und Süden sagen wir ja schon, okay, da sind klare Favoritenrollen verteilt, auch punktemäßig schon. Ja, aber sollten wir noch erwähnen, dass dort auf jeden Fall was geht. Ja, was macht eigentlich der Südwesten? Der hatte ja bisher noch Da gab es kein grundsätzlich Spiel wenig jetzt am Wochenende. Partien. Ach Da hatte ich doch, doch. was bei Ah, Fenster, hatte doch, ich nämlich was Entschuldigung. gesehen. Ging genau wie in Futsal Nova. Friesenheim, Genau. 6 zu 6 gegen Futsal 6 zu Nova. 6. Ja, auch mal interessant. Erstes Spiel von Nova Club dort. Ja. Ja, habe ich jetzt gerade übersehen. Ja, interessant. Ist aber eine kleine Liga, 5 Mannschaften, aber Friesenheim Friesenheim hat hat schon drei schon. Spiele. Die anderen zwei, ein und zwei Spiele oder gar kein Spiel. Dann schon die halbe Eieiei. Saison durch, Hoffentlich Friesenheim. kommt da. Da geht es jetzt eben im Winter, als Winterfußball geht es da jetzt weiter. Ja, Geht's Hauptsache. weiter. Hauptsache, und da kommt dann ein Vertreter in die Relegation und ist er gut genug, kommt er durch, ist er nicht gut genug, bleibt er halt in der Ja. Regionalliga. So schaut's aus. Ja, Dann hatte ich das. noch was aus der Doppelpass. Sport 1 Doppelpass. Da waren wieder so Szenen aus von einem deutschen Hallenfußball auf schönem Kunstrasen mit Ailton, Traditionsmannschaften. Und siehe da, die Halle ist voll. Fehlt uns so ein Event? Warum versteht der DFB nicht, dass das ein Vehikel ist in die breite Masse des Futsals? Klar, das sind private Veranstalter, nehme ich an. Aber kann man da nicht was umstellen? Als diese eckigen, wer guckt sich das noch gerne an? Dieses riesige Tor und diese Rasen und es wirkt doch wie aus einer vergangenen Zeit. Es wirkt auch gar nicht spannend mit dieser Bande. Ja, warum nicht? Weil das wäre doch ein Vehikel, oder nicht? Ja, deutsche Fußballkultur nennt man das, mit Ailton. Es ist auch, Ailton ist ja auch ein deutsches Fußballkultur gut, wenn man so will, ne? Der ist ja in Deutschland allzeit und überall bekannt. Ja, ich stelle immer da die Frage, wenn ich so traditionellen Hallenfußball und auf einmal diesen Kunstrasen und Bande sehe, das Verhältnis zum französischen Futsal beispielsweise. Da wissen wir,
Das kann man wunderbar eruieren, dass aus dem Event mit Zidane, Futsal-Event mit Zidane, zu bester Uhrzeit übrigens ausgestrahlt, diese Kultur ins Rollen ging. Also mit solchen Figuren wie Zidane, also natürlich hast du hier vielleicht andere Figuren dann, die du dafür nutzt, ne? Vielleicht wäre man Schweinsteiger oder was auch immer. Jemand, der und Müller und stellen Müller auf den Futsalplatz. Also auf jeden Fall damit verbunden ein Futsal-Event, der präsentiert wurde. Aber ich glaube, da sind wir jetzt auch schon einen Schritt zu weit für Daniel. Wir haben die Bundesliga. Also damals wurde das initiiert in Frankreich, war es brach, da war nicht so viel. Und da kam aber dieser Boom, diese Welle in Frankreich herum. Ja, Ja? Und genau. deswegen waren die uns auch einen Schritt voraus. Und wir haben jetzt, bevor wir diesen Schritt vielleicht durchgeführt haben, so eine Kampagne ist schlussendlich damit ins Rollen gebracht, haben wir die Bundesliga installiert und haben halt auch keinen Zidane, muss man auch einfach sagen, ne? Der tatsächlich Ja auch gut, sich wir mit kennen sie dann, wir Futsal. haben ja andere Spieler, die ähnlich populär sind bei Ja. uns, die man da instrumentalisieren könnte und so eine Ailton. Instrumentalisieren. Ja, ist ja, du setzt sie auf die Plakate, damit diese wirken und damit die Zuschauer ziehen. Aber Also das ist ja es das schmerzt mir schon Problem. das Herz, diese Halle so voll zu sehen und unsere Nationalmannschaft oder auch die Bundesliga-Vereine spielen dann eben vor 200, 300, 400 Leuten. Schade, ja, da ist Potenzial für Hallenfußball da. Das ist ja der Ja, Punkt. aber Daniel, du hast halt in Frankreich jetzt nicht zum Beispiel die deutsche Tradition Hallenfußball gehabt in der Art. Und du glaubst einem Ja. Zidane auch und wahrscheinlich auch kannst du seiner Biografie mäßig auch nachweisen, dass er früher Futsal gespielt hat. Genau wie die ganzen spanischen und brasilianischen und sonst was Weltstars. Den glaubst du das? In Deutschland haben wir diese Kultur, diese Geschichte nicht, die man in Frankreich damit Zidane als algerischer Migrant und so weiter, Ja, das stimmt. Aber es ne? gibt einen Das anderen alles Star, ist. den könntest du bringen. Ich habe Den nämlich eine denn? NDR-Doku gesehen über Stars, die ihre Karriere jetzt wieder im unteren Fußball beginnen. Und das ist eine schöne Doku. Und da geht es auch um Martin Harnik. Und Martin Harnik ist erst 34 und spielt jetzt nee, nicht mal Oberliga, Landesliga, Bezirksliga. Also weit unten im Hamburger Raum. Ja, weiß Okay. gar nicht mehr. Da wäre auch so ein Star, den könnte man mal ranholen. Da könnte man vermitteln. Da kann der DFB und die Landesverbände natürlich. Ja, das ist auch eine Funktion. Ich habe immer das Gefühl, dass dann immer direkt an Geld gedacht wird. Aber solche Kontakte sind doch super. Ja, sprich doch mal den Harnik an. Vielleicht will er noch mal in der Futsal-Bundesliga angreifen. Vielleicht ist er was für Was? die HSV Panthers. Wollte ich gerade sagen, vielleicht ist das Da. ja, ist das ein Panther, vielleicht ist das aber auch jemand, der für Wacker interessant sein Aber bevor könnte, ich jetzt wer was weiß. Falsches sage, muss ich mal Martin Harnik jetzt googeln. Aber. Ja, also Wo er ansonsten jetzt bringen spielt, gerade die aber. HSV Panthers auf Ideen hier. Ja, da war auch die. Hat Harnik nicht sogar beim HSV Fußball mal gespielt? Irgendwie Ja, sowas. also auch in Hamburg. Doch, der wohnt dort oben und spielt jetzt beim TuS Dassendorf. Ja, das ist da in der Ecke auf jeden Fall. Ja, und das wäre ja auch einer, der zieht auch auf Plakaten, jedenfalls im Hamburger Raum, wäre das eine Figur, die dann ziehen würde und da vielleicht mehr Aufmerksamkeit generiert. Ja, Naja. eigentlich. Ja, hier, die HSV Panthers, schreibt den Harnik mal an. Vielleicht könnt ihr da wir nennen es Ja. mal den Zidane-Effekt erzeugen. Den Zidane-Effekt. Jedenfalls lokal. Ja, es ist nichts, was jetzt Lokaler alle. Zidane-Effekt. Ja. Ja, geil. Haben wir noch News? Ja, Nee, ich geil. glaube das. Das war schon. Die Futsal-Welt. Gab es noch was? Ne, Ricardinho haben wir schon beim letzten Mal besprochen. Richtig? Können wir wiederholen. The GOAT. Ja, sollen wir in die erste Halbzeit starten, weil da kommen ja eigentlich auch News, aber eben Detail-News. Ja, wollen wir. Ja, Gerne. so, Machen wir Halbzeit. dann mache ich mal hier unser Horn an. Und dann geht das los. Hoffentlich. Oh, war ein bisschen laut. So, ja, News, da sind wir beim News. Erklär doch mal unseren Zuhörern, welche News Ja, wir besprechen wollen. unser Futsal Cup in Düsseldorf war doch jetzt hier, das Drei-Länder-Turnier. Wollen wir da vielleicht in der ersten Halbzeit drüber sprechen? Ich glaube, das Ja. Thema könnten wir auf den Tisch legen. Das sieht für alle am Wir brennendsten. sind, laut DFB-Medien, sind wir knapp am Turniersieg vorbei. So, das finde ich ist ein geiles Framing. Also ich finde, Futsal sollte man immer positiv framen und so, ne? Ob man jetzt leider den Tabellenplatz 3, also den letzten Tabellenplatz und einen Punkt als knapp am Turniersieg vorbei, weil der Turniersieg hätte mit 2 Toren Unterschied und so weiter und so fort mindestens sein müssen. Man war ja da dran. Man hat 3-0 geführt. Aber am Ende stand es halt 3-3. Und das ist dann, weiß nicht, das ist, ja, aber ist okay. Wollen wir gar nicht diskutieren drüber oder ich will auch gar keinen Fass aufmachen. Aber Aber, lass am Anfang beginnen, nämlich was wurde denn ausgesprochen von Marcel Losfeld,
Das war das erste Mal, müssen wir sagen, ist eine Premiere gewesen. Ich meine, mich nicht zurück erinnern zu müssen, dass es eine Pflichtsiegangabe jemals von einem deutschen Futsaltrainer gab. Denn Marcel Losfeld hat im Vorfeld gesagt, ja, Ziel ist es, beide Spiele zu gewinnen. Und das, meine ich, war ein Novum. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das einordnen einmal kurz, weil man spielt, um das Spiel zu gewinnen. So, um jetzt mal die Philosophie des Spiels hineinzubringen. Aber du hast recht, in der Öffentlichkeit das so zu äußern, ne, ist natürlich eine Kommunikation, die wird durchdacht. Man weiß, man macht sich den Gedanken, was kommuniziere ich nach draußen? Und Marcel sicherlich. Ja, und das hat so angeklungen, das haben wir beim letzten Mal auch so interpretiert durchaus. Ich kann mich erinnern, dass wir hier ja eine realistische Chance sehen oder auch eine gewisse Verpflichtung vielleicht durch diese Aussage, beide Spiele zu gewinnen oder zumindest das Turnier zu gewinnen. Und eins muss man sagen, die strukturellen Voraussetzungen waren von allen drei Mannschaften als Heimmannschaft, Heimvorteil, das wissen wir, das ist schon, kann man empirisch belegen übrigens, grundsätzliche sportpsychologischen Lehrbücher schreiben immer vom Heimvorteil übrigens. Habe ich mal letztens so ein bisschen recherchiert. Fand ich ganz spannend. Als du nämlich diese Heimvorteilsebene immer hervorgebracht hast, oder Auswärtsnachteil, gibt es tatsächlich, kann man sagen. Empirisch durchaus interessant. Aber man hatte einen Tag Pause zwischen den Spielen. Man hat ein Heimspiel gehabt. Man kennt die Strukturen in Düsseldorf, hat schon mal in der Halle gespielt und so weiter und so fort. Also beste Voraussetzungen, während die Gegner für ein Turnier dann schlussendlich zwei Spiele hintereinander machen müssen an zwei Tagen, sogar teilweise mit Uhrzeiten, die ja, suboptimal sind, so nicht mal 24 Stunden zwischen den Spielen konkret, ne? Mit Spielschluss bis zum nächsten Anstoß keine 24 Stunden, Moldawien zum Beispiel von betroffen, die am Ende das Turnier gewonnen haben. Also die strukturellen Voraussetzungen waren also auch möglichst optimal im Verhältnis zu den anderen drei Teams. Die Weltranglistengeschichte würde auch sagen, dass es möglich gewesen wäre. Schweden liegt hinter der Nationalmannschaft, Moldawien etwas vor der Nationalmannschaft, der deutschen Nationalmannschaft. Also auch keine großen Unterschiede. Und jetzt die Frage, warum hat es nicht gereicht, Daniel? Warum hat es nicht gereicht zum Sieg? Ja, da müssen wir wahrscheinlich viel in Detailanalysen mal reingehen. Was man schnell gesehen hat, war, dass der erste Block nicht funktioniert hat oder nicht so optimal wie der zweite, sehr ehemals Sennestadt oder aktuell Sennestadt-Block mit Ak Nima, Ak Martic und Söser. Und im ersten Block, der im Herzen bestimmt noch ein bisschen Sennestadt zeigt. Ja, siehst du, ja, fast Block. Und ja, und der erste Block dann eben mit Fischer, Meier, Astjavcic war ja auch, glaube ich, ganz Der war auch erst im ersten Block. Also, das wollen wir auch mal differenzieren. Im zweiten Block hat Marik Astjavcic noch häufiger als Pivot agiert, kann man so ungefähr sagen. Wurde dann aber gegen Ak ausgewechselt und dadurch hat man auch nochmal richtige Dynamik gekriegt. Für mich ist Suat Ak, also müssen wir gleich auf jeden Fall drauf kommen, super. Also muss man einfach sagen, super, was der da gezeigt hat, Wahnsinn. Eins der schönsten Tore, die Nationalmannschaft jemals geschossen hat. Können wir gleich noch drauf kommen. Aber gegen Moldawien, ne? Gegen Moldawien. Genau, gegen Moldawien. Ja, aber lass uns mal einfach insgesamt vom Paket, wie du schon sagst, wir haben hier zwei klare Blöcke gehabt. Der eine vielleicht ein erfahrener, älterer Block, so ungefähr, und der andere ein bisschen jünger und dafür ja, dann ja doch auch mit Memo Stöser natürlich durchaus erfahren. Aber der Rest jetzt doch nicht so mit 20, 30 Länderspielen wie ein Michi Meier, ein Ono Saglam oder ein Wittig oder so weiter, die da spielen im ersten Block. Also ein bisschen unerfahrener Block. Und da sagst du, dass du Unterschiede festgestellt. Kannst du das an irgendwas festmachen genau? Ja, der zweite Block war mir einfach viel schneller hinter der Balllinie und konnte auch, ja, die Nationalmannschaft versucht ja beim Pressing oder bei hoher Verteidigung nicht einzurücken, keine Raumdecken zu spielen, sondern eins gegen eins. Und dann kam immer wieder die Nadelstiche genau in diesen Raum rein, waren mehrfach der erste Block einmal einen Schritt zu spät, gerade auch Fischer vorne, und die Blocks waren nicht da, auch Saglam hat wieder wie im letzten Bundesligaspiel gegen Weil-Indorf, gegen Söser, in den Mann rein attackiert, weil er nicht geblockt hat, dann muss er rein attackieren und dann wird er überspielt. Also der war immer so ein Tick zu spät und nicht so richtig da Präsenz. Also jetzt, du meinst jetzt auch das Spiel gegen Schweden erstmal? Ja, gegen Schweden. Ja, ich habe von Moldawien ganz ehrlich nicht viel gesehen, da muss ich mich um meine Kinder kümmern. Da habe ich nur die erste Halbzeit so am Rande etwas verfolgen können. Das Spiel in Schweden habe ich übrigens in der Halle im Castello gesehen. Ja, gut 400, 450 Zuschauer. Stimmung war
nicht da. Ja, es ist halt leider weiterhin so, Castello, sobald ne? im Castello, ja, sobald keine Highlight-Szene ist, wo dann alle aufschreien, ist es ruhig, still. Also, wenn du jetzt dort hingehst und dir das anschaust als Event, nimmst du es nicht wahr. Aber da kommen wir vielleicht im zweiten Teil des Podcasts halt auch mal dazu, wie wir da Zuschauer in die Halle bekommen, wie wir sie behalten. Was ich schön fand übrigens auch, es waren überall Deutschlandfahnen ausgelegt. Für die Kinder, das war schön. Also so ein Faltpappe mit der Nationalmannschaft auch für die war Kinder. War Leo der Löwe wieder da? Ey, nee. Darüber habe ich mich am meisten aufgeregt, weil meine Kinder haben immer nach Leo den Löwen gefragt und wollten deshalb auch dorthin. Und ja, dann war er nicht da. Und dann wird so viel Geld dort verpulvert für Werbeaktionen mit Plakaten in Düsseldorf. Dann der Boden extra aus Portugal angeflogen. Das war nicht der Boden, der sonst immer ausgelegt wird. Das war eine Steckverbindung. Die Spieler mussten dann auch die Angestellten mussten immer auf dem Boden so hüpfen, um die Steckverbindung wieder zu befestigen. War wohl vom Spielgefühl ein sehr guter Boden, aber das kostet mehr. Auch die LED-Banden. Ja, also da ganz viel Geld. Und dann kommt der Leo der Löwe nicht. Ja, war ein bisschen schade. Und diesmal gespart. Schade. Ja. Aber können wir gleich später, also ich glaube, wenn du gerade schon ein paar Sachen so angeteased hast, können wir in der zweiten Halbzeit drüber sprechen. Lass mal über das Spiel sprechen. Ja. Ich fand auch, dass das erste Spiel, da man wirklich die Differenz der zwei Blöcke feststellen können. Ich fand auch schade beim ersten Block, dass diese Dynamik in der Defensive oder auch die individualtaktischen Aspekte der Defensive eigentlich sehr schwach waren. Auch Fischer fand ich, da muss ich jetzt auch mal nochmal drauf hinweisen, in der Rückwärtsbewegung, ich habe mir auch mal ein paar Szenen nochmal angeschaut, das war teilweise ein Spazieren nach hinten. Das darf nicht sein. Ich glaube, das wurde auch sicherlich angesprochen. Das war nämlich im Spiel gegen Moldawien besser. Also als Pivot da nicht gut verteidigt, du hast schon Saglam angesprochen. Und insgesamt wirkt das sehr statisch. Die stehen sehr stark auf ihren Positionen, auch weil Fischer natürlich ein Pivot spielt. Wenig Dynamik im erfahrenen Block. Das war gegen Schweden sehr stark deutlich, weil dann eben der andere Block auf einmal pressingresistent spielt, den Ball zirkulieren lässt, die Räume aufzieht, individualtaktische Elemente auch drin hat. Ja, und ich glaube, gegen Schweden alle drei Tore auch erzielt hat und nur ein Tor kassiert hat, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht. Also der andere Block hat auf jeden Fall die meisten Tore kassiert und der andere hat die drei geschossen in dem Spiel. Also das Spiel gegen Schweden war schon erstmal so, okay, da dachtest du so, okay, das sind zwei unterschiedliche Mannschaften auf dem Platz. Die einen spielen viel befreiter, viel dynamischer, ja. Die anderen sehr verkopft vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie man das nennen darf, aber wir haben ja auch jetzt, das fand ich auch interessant, du hast ja das Streaming gerade gar nicht gesehen. Das war jetzt ja eher so ein Twitch-Stream. So auch interessant. Die Kommentatoren waren dauerhaft eingeblendet. Also es waren jetzt zum Beispiel im ersten Spiel Timo Heinze und dann noch so ein Twitch-Kommentator. Das habe ich jetzt auch mal wirklich im Verhältnis auch vom Feeling, von der Emotion versucht zu vergleichen. Muss ich erst mal sagen, von den Kommentatoren, wie hieß da nochmal unser Emotionskommentator? Julian Lukas Schäfer, ja. Genau. Das fehlte mir, dieses Emotionale. Das war eher so eine Art, wie wir es hier machen, so Podcast-Gespräch, so ein bisschen Podcast-Feeling. Die unterhalten sich über das Spiel, während es läuft. Da fehlte mir so ein bisschen die emotionale Basis. Und es wurde so viel immer, also es ist natürlich für uns, wenn wir das vieles schon kennen, es wurde so viel wiederholt, regeltechnisch. Und Heinz hat immer die gleichen Taktiken erklärt, die wir halt alle schon kennen. Ist natürlich für einen Neuen vielleicht interessant, für uns eher weniger, aber das muss aufhören. Wenn wir ein Selbstverständnis haben wollten als Sport, dann muss das aufhören. Das ist die Nationalmannschaft nach 5 Jahren bestehen. Da muss nicht erklärt werden, wie die Regeln sind. Denn der sich da einschaltet, versteht. Wir schauen doch auch nicht Handball und die Regeln werden erklärt. Also, nicht mal beim Super Bowl-Finale wird mir das noch erklärt, wenn ich es mir angucke. Ja, also und ich habe keine Ahnung von Football. Vielleicht im ersten Spiel ein bisschen, aber das war wirklich kam ein bisschen dann extrem. Auch nicht mehr. Haben auch nicht mehr. Ich fand es trotzdem fruchtbar. Ich fand das mal anders, warum man die Leute einblenden muss. Das kommt eben aus Twitch, weil die Twitch-Leute ja im Vordergrund stehen. Aber bei einem Sportübertragung stehen ja nicht die Kommentatoren im Vordergrund. Deshalb für mich ein falscher Anreiz, das auch zu machen. So dieses Fame-Denken, dass man, warum muss ich den Kommentator sehen? Der macht ja nichts. Also es ist natürlich, kommt aus dieser Twitch-Welt, aber die Twitch-Welt lebt ja davon, dass die zocken ja selbst. Also, wenn es der Michi Meier sich im Spiel da zeigen würde, wie er im Spiel mit einer Kamera auf dem Kopf rumrennt. Ja, okay, dann kann man das auch gerne oben einblenden. Ja. Ganz überspitzt gesagt. Ist ein neues Konzept.
Was für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, war auch, dass die Kameraperspektiven am Anfang, das war im Spiel gegen Moldawien viel besser, aber dann teilweise die Kameraperspektiven gegen Schweden, da hast du ein Aufbauspiel und du hast so eine rangezoomte Kamera. Das heißt, du siehst nur zwei Spieler oder sowas und kannst das gesamte Spiel nicht übersehen. Da dachte ich aus analytischer Sicht, boah, komme ich gar nicht mit klar, weil ich kann gar nicht auch Räume richtig erkennen und so weiter und auch gar nicht irgendwie Abläufe, Prozesse wirklich wahrnehmen. Für den Unterhaltungszweck fand ich das eigentlich ganz geil. Da war mehr Action drin, fand ich. Und im Spiel gegen Moldawien war das, fand ich, richtig gut, weil dort haben sie eher aus der Totalen gezeigt und dann aber die Wiederholung immer wieder aus diesen dynamischen Kameraperspektiven. Also die Kameraperspektiven fand ich dann über das Turnier gesehen besser werden und so fand ich das richtig gut gegen Schweden, muss ich sagen, gegen Moldawien. Gegen Schweden, ja, noch nicht so wirklich abgestimmt. Aber die Kameraperspektiven gegen Moldawien fand ich sehr interessant, sehr gut. Gut zur Analyse, komme ich auch gleich nochmal drauf, weil wir können ja mal ein paar Szenen gleich auch besprechen. Wir können auch übergehen aufs Moldawien-Spiel gerne. Also jetzt im Gedanken. Also Und da fand ich das wirklich gut. ja, ich fand es im Grunde auch schön, das mal anders zu machen. Das ist, glaube ich, auch viel billiger in der Produktion. Kommentator muss auch sagen, Julian Jukanschewa bleibt für mich bisher der beste Futsal-Kommentator und auch die Stimme des Futsals. Deshalb wäre es schön, wenn wir, wie im Reitsport, gibt es auch diese ganz markante Stimme, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Ja, so eine Stimme des Wie Sports, das ist nicht elegant, schlecht, wie da fühlt man sich zu elegant. Hause. Das ist jetzt, das wäre schön. Auch, ich muss auch so ein bisschen uns eigene bei Fortuna kritisieren, denn HP Effing hat den zweiten Kommentator gemacht, im zweiten Spiel war okay, aber dann kein Fortuna-Brand, das gehört sich nicht. Muss ich jetzt auch mal da einfach da Position beziehen. Also wenn ein Kommentator, muss dieser neutral sein und dann muss man entweder ein DFB-T-Shirt anziehen oder was Neutrales. Stell dir mal vor, die Bundesliga macht Kommentator Bundesliga Nationalmannschaft und dann sitzt Hummels dann mit dem Dortmund-Trikot dann da. Ja, Ja, also ist ein Geschmäckle, aber das ja, war ist minimal, war gut gemacht. ja, es ist, ist, ist war ein bisschen komisch, da jemanden im Fortuna-Trikot zu sehen und ja, kommen komische Perspektiven auf dadurch, kann ich nachvollziehen, auf jeden Aber auch Fall. keiner von uns dabei, von daher ist es auch. Ja, im Spiel gegen Moldawien war dann Benny Sahl, der ehemalige Teammanager der Nationalmannschaft, Mitkommentator, Co-Kommentator, hat jetzt auch nicht zur Emotionalität beigetragen, ist aber auch nicht, ist vielleicht nicht der Typ dafür. Mir hat da echt auch die Emotion gefehlt. Da auch mal dieses, da in den Kommentatoren, diese jungen Kommentatoren sind dann auch immer so, ja, ich will nicht falsch sagen, aber die freuen sich dann darüber, dass da jemand sitzt, der ein Studium abgeschlossen oder sowas. Die werden dann richtig gefeiert, ne? Also da wird dann so jemand als der Krösus gezeichnet, nur weil er irgendwie mal Sport studiert hat oder sowas. Also das wirklich, das haben die da so wirklich immer aufgezogen. Fand ich schon immer ganz, ganz interessant, wenn da so ein Anfang 20-Jähriger sitzt aus der Twitch-Welt, der dann mit Benny Sahl da sitzt, der halt schon einiges im Leben auch schon erlebt hat. Und fand ich aber ganz angenehm von der Analyse. Also fand ich ganz gut. Ich fand Benny Sahl auch sehr angenehm in der Hinsicht. Auch mal andere Perspektiven, auch nochmal da einen Einblick zu kriegen, einen Eindruck zu kriegen. Hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Und zum Spiel, da kommen wir jetzt, lass mal inhaltlich aufs Ja, Spiel kommen. wir sind ganz schön chaotisch heute in dem Ja, Thema. aber. Wir springen hier hin und her. Das Genau, ist ja wie. das ist das Twitch-Bild gewesen. Ich Ah glaube, ja, da sind genau, wir wir auch sind nur wie die Twitcher, gesprungen. wir haben auch strukturlos. Nee, aber ich habe, weil du noch ganz kurz zu deinem Punkt gesagt hast, dass man da etwas behäbiger, verkopfter war, dass mir in der Halle und auch die um mich herum saßen, die Futsal kennen, auch direkt aufgefallen, es war so langweilig, das deutsche Spiel, weil es nur in Rotation stattgefunden hat. Nur Gruppentaktik. Rotation, Rotation, Rotation. Keine Einzelaktion auf Ala. Nichts. Da kam gar nichts. Und da waren die Schweden viel befreiter, das hast du ja schon gesagt, hinsichtlich, dass man die Situation erkennt und dann überlegt, zuerst kann ich 1 gegen 1 gehen, wir brauchen 1 gegen 1. Also das war wirklich kein ansehnliches Spiel, weil wie auch die Emotionen gefehlt hat, vielleicht bei den Kommentatoren hat auch für mich die Emotion auf dem Platz gefehlt, wenig Impulsivität, wenig Kreativität. Ja, war ein bisschen schade. Ja, aber das fand ich im zweiten Spiel schon ein bisschen besser. Ich glaube, die haben den Tag der Regeneration auch genutzt, sich im Kopf ein bisschen zu sortieren. Und ich fand auch den ersten Block dann schon ein bisschen besser. Aber das Spiel der Moldawen lag denen auch eher, ne?
Es war anders, auf jeden Fall. Und dieses körperbetonte Spiel auch nochmal, da ist so ein Zaglam, ein Meier, die haben sich da auch dann mehr reingebissen tatsächlich. Und die Moldawier waren vielleicht auch nicht so ganz so frisch, ne, wie noch die Schweden im ersten Spiel. Richtig. Muss ja. man auch sagen, sodass weniger Dynamik vom Gegner kam. Und deswegen hat auch der Block durchaus hier gepunktet. Muss aber sagen, was ich einfach überragend fand, ist halt, jetzt sich den zweiten Block anzuschauen, der hat nämlich ähnlich gut performt wie im ersten Spiel. Sehr dynamisch agiert. Nicht nur dieses reine Rotationsspiel gemacht, sondern wirklich individualtaktisch auch gute Elemente gesetzt. Und lass uns mal über einen Spieler sprechen, der sicherlich jetzt auch an diesem Wochenende sich hervorgetan hat, in beiden Spielen, in seiner Einsatzzeit. Und zwar unsere deutsche Futsal-Hoffnung vielleicht, Suat Ak, 19 Jahre alt. Also bei der Startaufstellung sah er leider wieder aus wie 12. Der ist ja schon sehr, sehr schmächtig. Leider wahrscheinlich auch sein größter Nachteil, weshalb er vielleicht noch, warum er nicht so schnell explodieren kann. Aber trotz dessen ist er so stark. Super schneller Spieler, hast du ja gesehen. Also der ist jetzt 2002 geboren, noch sehr jung, 19 Jahre. Er ist gerade geworden, 19 Jahre, im Sommer, glaube ich. Und ich habe jetzt beide Spiele mir genau angeschaut und ich kenne den ja. Der hat ja mit 15, 16, hat er bei uns beim MCH damals das erste Mal mittrainiert und damals auch noch unter meiner Trainerregie und so weiter. Ich kenne den ja auch direkt. Also ich habe ihn auch noch direkt nach dem Spiel auf jeden Fall mit ihm kommuniziert. Was ich aber sagen will ist, auch mit Abstand dazu, auch wenn ich ihn ganz objektiv bewerte und diese Nationalmannschaft dieses Turniers bewerte, dann habe ich da wirklich für mich den Spieler mit dem größten Impact und Effekt auf das deutsche Spiel gesehen. Und damit auch irgendwie so den deutschen Spieler des Turniers. Und das mit 19. Und jetzt frage ich mich, wie kann das sein, dass ein 19-Jähriger auf einmal besser ist oder mehr Effekt hat auf das Spiel oder Impact als die ganzen anderen, die ja schon viel mehr Erfahrung haben. Also womit hängt das zusammen? Und jetzt, diese Frage mal gerne in den Raum stellen. Oder auch, ob du das aus deiner Sicht so siehst, weil es kann auch sein, dass du sagst, nee, findest du nicht. Also ordne das gerne auch ein. Ich glaube, da spielt schon mit, dass er noch mehr Freiheiten hat. Im Gegensatz zu Profisport, wo es junge Spieler eher schwerer haben, kommt ja dieser öffentliche Druck dazu. Den gibt es hier nicht. Suat kann also zu der Nationalmannschaft fahren, ist der Junge, kann sich mehr erlauben, kann mehr probieren. Da ist die Verkopftheit nicht da. Die Verkopftheit, die dann eben Michi Meier, einen Saklam haben, die ja dazu verdonnert sind, Fischer und Wittig, das Spiel zu tragen, ja, dann verkopfst du noch mehr. Das hat natürlich Suat nicht. Das hilft ihm mit Sicherheit in dieser jungen Phase. Der ist einfach ein sehr talentierter Spieler, den wir beim Futsal halten können, so wie auch Elias Saad. Wir sagen es immer wieder, den hätte man auch halten müssen. Der ist sogar vielleicht noch einen Tick besser, müsste man mal sehen. Aber das sind ja so Kaliber, die sind einfach vom Leistungspotenzial auch höher. Und Suat Ak kommt halt im Fußball wahrscheinlich auch nicht so ran. Mhm. Weil er so klein und schmächtig ist. Ja, aber jetzt muss ich auch mal mit einem Mythos brechen, weil natürlich haben wir im Sommer den Weggang zum Fußball Elias Saads, natürlich, da haben wir getrauert. aber ich muss mal ganz klar sagen, Elias Saad hat in der Nationalmannschaft nicht diesen Impact gehabt, den jetzt zum Beispiel ein Suat Ak hatte. Das finde ich halt interessant. Also, und ich habe auch schon im Sommer gesagt, Suat Ak, das ist jemand, der hat Entwicklungspotenzial und auch aus meiner Sicht mehr Entwicklungspotenzial als ein Elias Saad, der auch schon ein paar Jahre älter war, als 21, jetzt nicht super alt, aber es ist eine wichtige Entwicklungsphase. Und aus meiner Sicht hat Suat Ak jetzt am Wochenende so gut gespielt, dass Elias Saad auf dieses Level in der Nationalmannschaft noch nicht gekommen war. Bei der deutschen Meisterschaft hat er alles weggehauen, klar. Ne? Daraus kann man natürlich die Schlüsse auch ziehen, die du hast. Aber ich finde Suat Ak auch im Vergleich zu einem Memo Söser beispielsweise, der bisher ja auch eher für diese gewissen individualtaktischen Finessen in der Nationalmannschaft irgendwie auch gesorgt hat, oder auch Meier oder sowas, da finde ich Suat Ak schon wirklich bemerkenswert jetzt. Auch wie du sagst, der spielt frei auf, der scheint nicht verkopft zu sein. Ja, aber ich will da auch jetzt mal andeuten, warum man das, vielleicht sportpsychologisch, oder ich komme ja selbst auch aus bestimmten Bereichen der Sportwissenschaft, ist ja auch eins meiner Fächer gewesen. Aber was das bedeutet. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja, komm, ich mache eben kurz einen kleinen Monolog zu Suat Ak, weil ich habe mir da was überlegt und auch analysiert, damit man versteht, warum er mutiger ist als andere. Mhm. Mut ja, dann Kette. Hau mal raus. Ja, okay. Also wichtig ist, dass wir verstehen,
er bringt halt durch seine individualtaktischen Grundlagen jetzt eine ganz neue Perspektive in dieses Spiel, also neue Entscheidungen und Handlungen, zum Beispiel Fintas. Ja, und damit verbunden auch eine neuartige Dynamik. Ja, viel zu wenig Schuss finden, viel zu wenig. Also ja, also es ist, aber dann fällt es auf, wenn es einer auf einmal, wenn da auf einmal Sachen passieren, und das fällt halt enorm ins Auge. Und die waren zuvor noch nicht da. Und man hat ohne, wenn man jetzt ohne diesbezügliches Fachwissen da drauf geht, also dann würde man halt das eher als so kreativ, frisch und mutig wahrnehmen. Aber die kreativen und mutigen Aktionen sind halt individualtaktischer Natur. Das muss man jetzt mal versuchen zu analysieren. Dann nehmen wir einfach mal das 3-0 gegen Moldawien. Und das, deswegen fand ich die Perspektive dieser Twitch-Szenerie dort irgendwie ganz geil, weil in der Wiederholungsperspektive erkennt man, da macht Suat Ak eine Lauffinte, schon während Fuad Ak Nima den Ball zu Memo Schöser zurückspielt. Und dadurch hat er seinem moldawischen Gegenspieler das Zeichen gegeben, dass er in die Tiefe geht. Und Memos, ja, hat so das Zeichen bekommen, sollte der Gegenspieler nämlich nicht mitgehen, die Möglichkeit, den langen Pass zu spielen. Aber da der moldawische Gegenspieler die Laufbewegung mitgemacht hat und sich somit zurückgezogen hat, das hat Suat Ak erkannt, um hier die Option zu wählen, seine Laufrichtung wieder zu ändern, also explosiv abzubrechen und zurück auf die Ala-Position zu gehen. Und das geschieht halt blitzschnell. Aber ja, für alle Fußballer da draußen noch mal ganz kurz, das ist keine Auftaktbewegung. Das nennt sich Finter. Und dann kommt der Pass von Memos, der etwas unter Druck steht und den Ball auf links da legen musste. Der kam auch nicht wirklich perfekt, also auf Brusthöhe, auf die Ala-Position von Ak. Aber durch diese individualtaktische Finter hat Ak nun die nötige Zeit und den Raum, den Ball noch zu kontrollieren. Aber es ist eine Auftaktbewegung. Das, also ich habe so gelernt, dass eine Finter in dem Fall ist auch die Auftaktbewegung. Dann hast du die spanische Schule da nicht gehabt. Also eine Finter, ich kann es nochmal erklären. Die dient dazu wirklich... Na, du glaubst erst in die Gegenrichtung und dann die andere Richtung. Ja, aber es ist, der Entscheidungspunkt ist, du entscheidest immer anhand der Reaktion des Gegenspielers. Macht er die Bewegung mit oder bleibt er stehen? Weil du kannst auch durchlaufen. Du musst dir auch entscheiden, durchzulaufen, wenn du in der Tiefe bist. Aber können wir vielleicht noch mal im weiteren Verlauf mal drauf eingehen. Ich will nur sagen, das kann man sich anschauen, auch in anderen Situationen. Wichtig ist aber, dann kommt der Pass von Memos auf Brusthöhe. Und da durch die Finter, durch dieses Raumgewinn, durch diese Lauffinte, hat Ak die nötige Zeit, so auch so einen suboptimalen Ball zu kontrollieren. Und dann steht er zudem noch breit auf der Seitenlinie, wie man sich das vom Ala erwünscht. Ne? Kann den Ball noch, also noch gerade so vorm Aus auch mit seinen 1,50 Meter da anstoppen. Ist auch mal interessant. Und der Gegenspieler wird durch die Finter nun halt gezwungen zu reagieren. Und dieser muss nun erstmal wieder in den Raum von Ak hineinlaufen, sodass Ak gegen den anlaufenden Gegenspieler nun einen klaren Handlungsvorteil hat. Für dich jetzt zum Beispiel als Torwart-Experte, ne, da kann man das jetzt auch analog damit sehen, dass der Verteidiger hier wie ein herauskommender Torwart aus seiner Laufbewegung kommt und somit halt auch eine gewisse Trägheit nach vorne hat und auf den Ball zu. Ne? So, und das ist natürlich suboptimal für einen Torwart wie auch für einen Verteidiger, wenn der noch unterwegs ist. Und diese Trägheitsrichtung, die der anlaufende Verteidiger hat, die Suat Ak dann als Ala hier übrigens taktisch selbst, also individuell produziert hat, und ich betone das extra, das war keine Gruppenentscheidung oder Gruppentaktik, Suat Ak kann das hier durch seine Individualtaktik sich in eine spielbeherrschende Situation bringen. Denn er kann den Verteidiger nun in seiner Anlaufträgheit antizipieren, denn darunter zum Beispiel dahinter den entstehenden freien Raum erkennen und dann durch seine individualtechnischen Mittel an diesen vorbeigehen, weil der ist ja auch noch technisch gut. So, also da haben wir diese Individualtaktik und Technik wunderbar verknüpft und das ist Spielbeherrschung. Und stell dir mal vor, der Pass von Memos wäre hier noch flach angekommen, dann wäre Suat Ak sogar noch mit mehr Zeit und Raum auf den Verteidiger zugelaufen und hätte also im Sinne eines Optimalfalls einen absoluten Raumgewinn und Aktionsvorteil. Also wichtig aber, wir sehen, dass man über individualtaktische und technische Fähigkeiten sogar eher die suboptimalen Situationen optimal lösen kann. Und deshalb ist Suat Ak nicht mutiger als andere. Er sieht einfach mehr Möglichkeiten als Handlungsoptionen als andere, da diese individualtaktischen und technischen Fähigkeiten erlernt wurden und andere haben die nicht erlernt. Und dieses Erlernen fällt dann Jüngeren, ja, in jüngeren Jahren vielleicht leichter. Wobei ich hier gar nicht so allgemeine Überzeugung vertrete. Da gebe ich dir recht, klar. Das ist ja der Vorteil, den junge Spieler jetzt haben, die in die Futsalvereine strömen, dass diese Spieler auch bei niedrigklassigeren Futsalvereinen direkt Futsal, Individualtaktik und Individualtechnik mitbekommen. Alter, als Ausgangsbeispiel eben die Sohle. Das geht halt schon schnell. Du kommst da an und dann kriegst du als erstes schon mal den Hinweis, dann geht das schon mal los. Ne? Wer übrigens auch Finters macht, wer Ballattackier finden,
immer wieder gemacht hat, auch Matic. Das hat mir auch gefallen. Ja, das war bei den Schweden viel häufiger als bei uns noch im Spiel. Also Finden finde ich auch. Aber das ist es eben. Das ist halt, fehlt. Marcel setzt ja nicht umsonst auf den MCH-Block, weil wir das beim MCH seit 5 Jahren individual, taktisch und Technik trainieren und Cleverson Pelk jetzt da gerade der perfekte Trainer für ist, um die Spieler weiterzuentwickeln. Suat Ak hat bei mir mit 15, 16 angefangen, konnte bei mir nie spielen, weil er halt nicht spielberechtigt war. Und bei Cleverson ist er jetzt zum Bundesligaspieler geworden mit 18, 19 Jahren. Und ja, ich will aber nicht allgemein sagen, dass jüngere Spieler das leichter fällt. Also im Durchschnitt sicherlich. Nee, ist aber möglich halt einfach. Ja, ne? Im Durchschnitt auf jeden Fall schneller effektiv lernen. Das kann man sicherlich sagen, aber jetzt nicht auch jemand mit 25, der gewillt ist und vielleicht mal von der Individualtaktik nochmal rüber. Ich mache erstmal die zweite Halbzeit an, dann kommen wir richtig spät. Ja, okay. Vielleicht mal von der Individualtaktik zur Gruppentaktik zu kommen. Erklär du mir mal, warum die deutsche Nationalmannschaft, im Schwedenspiel auf jeden Fall, erste Halbzeit die 1-2-1-Defensive hochfährt und dann aber Mann gegen Mann, also sehr breit, sodass der Rückraum frei ist. Warum bleibt man nicht entweder bei Raumdeckung, sodass der ballentfernte Ala mit einrückt, oder aber ein 1-1-2 verteilt im hohen Pressing, was sich gerade bei sehr hohem Pressing ja anbietet, oder bei sehr hoher Verteidigung dann anbietet. Das hat mich überrascht und das hat ja auch zu vielen Chancen und auch Toren geführt, dieses hohe Mann gegen Mann, breite 1-2-1-Defense. Und die Frage war, warum man das gemacht hat? Ja, warum? Also warum machen sie das? Es läuft ja nicht. Es funktioniert ja nicht so richtig. Warum kein 1-1-2? Ja. Warum keine Raumdefensive? Was könnte der Vorteil sein dieser Taktik? Naja, man hat sich sicherlich einen Vorteil auch auf Basis der Analyse des Gegners, die man zuvor durchgenommen hat oder zumindest auch Einschätzung und Prognose hatte, sicherlich daraus einen Vorteil erhofft. Warum man da zwischenzeitlich dann nicht so schnell umstellt im Spiel, ne? So, liegt halt vielleicht auch daran, dass man vielleicht auch gewisse Mechanismen noch nicht im Training hatte, ne? Dass man nicht einfach, weil das ist auch ganz wichtig, als Trainer kannst du halt das machen, was du vorbereitest, dass man da vielleicht nicht umgestellt hat, vielleicht, also nicht umstellen konnte. Andererseits ein Pressing aufzuziehen, das halt auch grundsätzlich Mann gegen Mann orientiert ist, ist halt auch in der Hinsicht, du sagst es schon richtig, vielleicht mit einer anderen Formation auch eine starke Seite aufbauen, Raumbeherrschung und so weiter. Das kann natürlich hier zu besseren Balance in der Defensive und auch zu mehr Verteidigungslinien führen, weil wenn du Mann an Mann spielst zum Beispiel oder so wie du es gerade aufgezeigt hast, dass das dazu führen kann, dann hast du halt auch den Nachteil, dass du dich gerne mal auf deine Verteidigungslinien durch den Gegner bestimmt werden, der durch seine Bewegung dann natürlich hier mitgestalten kann. Und deswegen ist das schon wichtig, der Hinweis von dir, dass ein Ala einrückt und damit verbunden schlussendlich tatsächlich auch eine gewisse Tiefe in der Verteidigung und auch eine gewisse weitere Verteidigungslinie und eine Strong Side entsteht. Das habe ich auch vermisst, falls du das so gemeint hast. Genau, diese Strong Side einrücken, diese Raumdeckung spielt, das hätte zahlreiche Chancen und Tore verhindert. Ja. Gerade beim ersten Tor steht Meier einfach viel zu weit draußen, rückt dann zu spät ein. Dann ist es halt schwer, ne? Musst du die Nationalmannschaft fragen, ob sie das trainieren und wenn nicht und ob man das im Verein trainiert. Bei den Sennestädtern Jungs kann ich sagen, die machen das immer. Also die sind dadurch im Training auf jeden Fall dahin gebrieft. Die Philosophie dort ist stark auf dieses Gebilde der Verteidigung gesetzt, zumindest bei mir früher. Cleverson hat auch nochmal wahnsinnig gute Ideen, auch die 1-1-2-Verteidigung beispielsweise, die du ansprichst, wunderbar. Die kann man wunderbar auch hier eigentlich einsetzen, weil sie auch Vorteile bringt und dadurch natürlich auch... Wenn du halt mehr als Dreiviertelfeld hochstehst, ist es halt ziemlich effektiv und auch kräfteschonend. Ja. Und für die Nationalmannschaft vielleicht, dann würde man sagen 1-1-1-2, weil man den Torwart ja mal mit zuzählt, also wobei das auch eigentlich auch in der Philosophie der Offensive ist, ne? Ist der Torwart anspielbar und nicht. Gut, aber ist eine gute Frage, wie verteidigt die Nationalmannschaft eigentlich? Ne? Das ist halt so, das ist auch im ersten Spiel auffällig geworden, dass da echt Schwierigkeiten kommen. Ich finde individualtaktisch dann auch, dass nicht nur das Einrücken, auch die Kobertura des Pivots und so weiter, war suboptimal. Da muss eigentlich auch da muss auch gecoacht werden. Viel zu hoch der Pivot immer. Ja, das muss eigentlich auch gecoacht werden. Da muss eigentlich ganz klar der Pivot als wichtigster, sehr, sehr wichtiger Verteidiger gesehen werden, der hier nicht traben darf. Da würde ich als Coach auf jeden Fall verrückt werden. Stichwort Pivot, wenn wir gerade jetzt dabei sind. Benny Sahel meinte beim letzten Spiel, der ausgebildete Pivot Fischer. Meine Meinung jetzt nach dem Spiel nochmal, Fischer ist kein Pivot. Er wird auf Pivot gesetzt,
Es macht ihm aber nicht zu einem Pivot-Spieler. Ich finde, ich würde einfach Fischer viel lieber auf Ala mal sehen, ob ihm diese Position nicht besser liegt. Denn er ist ja ein guter Spieler, er ist, hat einen guten Schuss, hat viel Körper, hat viel Erfahrung. Aber irgendwie Pivot ist nicht so seins, weil das Spiel mit dem Rücken zum Tor, weiß nicht, ich habe es auch nicht oft gesehen. Ja, es wirkt noch nicht so, also Fischer ist halt jetzt auch noch nicht, ist nicht mit 15 in den Futsal gekommen, ne? Also hat da jetzt auch nicht so ein Selbstverständnis, auch nicht diese Körperbalance, wenn er mit dem Rücken am Gegenspieler steht und da auch gepresst wird und mit Ball ist er jetzt nicht bekannt dafür, dass er da mal für 5 Sekunden den Ball halten kann, wie so ein Ferrao oder sowas, ne? Also das ist auch nicht der Vergleich, den wir da ziehen dürfen. Hier muss man einfach sagen, was haben wir da für einen Spieler? Und der Spieler, ich finde es gerade interessant, auch mit seinem starken linken Fuß, vielleicht sogar mal als Ala ansetzbar oder vielleicht auch eher als falscher Pivot, wenn man so will, vielleicht mal zu interagieren. Ich finde aber, das muss ich auch sagen, bei Fischer in der Offensive gibt es durchaus Entwicklungen, die ich nachvollziehen kann, aber in der Defensive, ganz ehrlich, wenn ich Trainer wäre, und das, ich mache jetzt mal hier ein Fass auf, und ich sehe Fischers Defensivverhalten, dann würde ich ganz klar sagen, ich würde anderen Pivots die Chance geben. Weil so ein Defensivverhalten ist nicht akzeptabel. Wenn du nicht voll durchziehst, wenn du keine Kurvatura, entweder du weißt nicht, was eine Kurvatura ist, oder du läufst einfach nicht. Das ist aus meinem Futsalverständnis und auch aus der entsprechenden Ausbildung, die ich da genießen durfte, das eines der massivsten defensiven Fehlverhalten, weil es vorne beginnt, wie immer in der Verteidigung, die beginnt vorne und da muss der Pivot durchziehen. Und das ist eine Kritik an Fischer. Wenn er das macht, dann wird sein Spiel gleich viel, viel besser. Wirklich, dann wird er viel wertvoller fürs Team. Und aber hat er auch gegen Moldawien viel besser gemacht. Auch das würde ich jetzt hier mal gerade rücken. Gegen Schweden deutlich schlechter. Mhm. Ich glaube, da haben die das Defensivverhalten auch angesprochen, denke ich. Wenn nicht, hat das auf jeden Fall von sich aus gemacht. Da fand ich das viel besser. Aber ich hätte ihn zum Beispiel gegen Moldawien, wenn ich einen anderen gehabt hätte, nicht mehr aufgestellt, weil ich ihn in der ersten Leistung, dann, der hat seine Chance und da muss er defensiv abliefern. Und ja, vielleicht war er krank oder sowas, ich weiß es nicht. Verletzt, Stichwort defensiv abliefern, würde ich mal aufgreifen. Was sagst du denn zum Schweden, Nummer 11, unser Janku Mara? Jetzt hast du den Namen rausgesucht, wa? Ja, natürlich. Meinst du, den habe ich mir jetzt hier gemerkt? Der hat Gefahr ausgestrahlt. Ja. Auch häufig als Pivot rausgerückt, fand ich auch sehr interessant, auf die Seite, auch Ball dort behauptet und war durchweg aktiv und auch gefährlich. Also ich fand deinen Eindruck über diesen Spieler, ich habe mir den dann nochmal genauer angeschaut, auch als du darauf hingewiesen hast, fand das war mit der beste Spieler bei Schweden und auch ein Spieler, der Deutschland immer wieder auch Probleme bereiten konnte. Ja. Ja, also von daher ein guter Kicker. Und sehr körperlich, alle, also auch Diaz. Nummer 2 war schon körperlich gut. Auch der Fixo der Schweden, also gut, jetzt springen wir wieder auf Schweden, aber da hat man, wir springen heute echt viel. Aber der hat auch wunderbar die Tiefe abgesichert, hat sie nicht rauslocken lassen und immer wieder auch Hilfestellungen und abgesichert. Das war top Fixo-Spiel, zumindest auf dem Level gegen Deutschland, ne? Hat er es super gemacht. Mhm. Aber gut, bleiben wir bei der Deutschen. Was war nochmal die Frage? Ja, weiß nicht, also die Frage, die wir auf jeden Fall jetzt klären müssen, gehen wir vielleicht mal über, müssen wir langsam zum Ende kommen. Eine Frage, die wir auf jeden Fall klären müssen, ich weiß nicht, wer stellt jetzt die Frage in den Raum? Soll ich sie stellen oder du? Wer traut sich in Futsal Deutschland, es auszusprechen, was man jetzt doch mal langsam diskutieren müsste? Wir sagen okay. Pflicht, letzter ich weiß Platz. Nicht, worauf du hinaus willst. Soll ich der böse Mann sein? Sei der böse Mann, ich weiß. Ich okay, ich sag's Idee. Dann jetzt. Ist Marcel Losfeld noch der richtige Mann für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft? Wir können ja einmal überlegen, kann er für die Koordination der anderen Mannschaften plus die Management-Koordination gut sein? Und man holt sich jedoch für die Nationalmannschaft, weil es der größte Aufwandsposten aus, Senioren, einen neuen Mann. Marcel ist ein super Typ, netter Typ, hat viel für den deutschen Futsal gemacht. Aber man muss sich ja nun die Frage gefallen lassen, stehen wir nicht eigentlich dort, wo wir noch vor 3-4 Jahren standen, relativ zu anderen Mannschaften? Auch wenn sich das deutsche Spiel verbessert hat, muss man auch sagen, wir schaffen es bisher nicht, uns relativ zu verbessern. Wir haben auch vor Marcel Losfeld mal gegen Estland, gegen die Türkei gewonnen. Jetzt habe ich es ausgesprochen und du füllst das Ganze jetzt mit mehr Argumenten.
Ja, also es gibt jede Perspektive ist erlaubt, ne? Auch hier, das, du sagst ja schon, also wenn man jetzt mal 4, 5 Jahre zurückdenkt, dann haben wir halt auch schon Spiele gegen andere Mannschaften gewonnen, die wir heute vielleicht verlieren, ne? Also es ist halt so, dass man relativ hier sagen muss, wir haben uns jetzt nicht im Vergleich zu ähnlich guten Nationen signifikant verbessert. Das sieht man an den aktuellen Ergebnissen. Jetzt kann man das natürlich in den Raum werfen. Jetzt kann man, wir kennen die Philosophie der Trainer und auch einen sehr starken gruppentaktischen Bezug. Da muss man sich die Frage stellen, welchen Impact hat denn der Trainer auch auf die Individuen? Kann er wirklich auch die Individuen besser machen? Aus meiner Sicht, ja, man kann jedem was in die Hand geben. Man kann auch entsprechend die Trainerausbildung, was er ja auch macht, entsprechend mit seiner Philosophie bestücken. Sind da aber die Elemente drin, die man vielleicht nach, ich sag mal, nach Didaktik her, ist von leicht zu schwer und nicht als erst die Gruppentaktik, sondern vielleicht erstmal die Individualtaktik durchzuspielen, damit man die Gruppentaktik halt entwickeln kann und nicht nur nach Vorgabe spielt. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe und das ist auch, da muss ich sagen, das ist natürlich ein philosophischer Ansatz, wie du es machst. Die Frage ist halt, hat Marcel für seine Taktik die richtigen Spieler? Das ist die Frage. Du drehst die Frage einfach um. Mit den Spielern, die wir haben, ist Marcel der richtige Trainer? Fragezeichen. Deswegen ist das eine legitime Frage. Ich würde andersrum dann die Frage positionieren, hat er die richtigen Spieler für seine Taktik? So, und das siehst du dann jetzt an diesem, ich sag mal, an den Fall des Senderstädter Blocks. Die spielen natürlich, die können das, was Marcel fordert, eher durchspielen, weil sie aus meiner Sicht und aus meinem Wissen her eine individualtaktische Ausbildung kriegen, um zum Beispiel pressingresistent zu sein. Auch mal die andere Lösung, also das, was Stuart Agda gemacht hat, war bestimmt nicht vorgegeben vom Trainer. So, das war eine rein individualtaktische. Improvisation. Es ist halt mehr Genau. Improvisation, die man Das dort ist sieht. das, was der portugiesische Nationaltrainer, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er nochmal he heißt, aber der sagte, dieser Sport ist ein Sport der Improvisation, Jorge der, Brás? Indi indi in, die, der individuellen Entscheidung. Und das ist die Frage, kann das in der deutschen Nationalmannschaft jetzt wie gefördert werden? Und natürlich ist das eine harte Frage, wenn man fragt, ob er der richtige Trainer für sowas ist. Aber das ganze Ausbildungssystem ist zum Beispiel jetzt auch danach ausgerichtet. Ne? Das wäre jetzt also, ne? Man muss da jetzt auch irgendwie durch. Ne? Also die ganze Trainerausbildung ist dann ausgerichtet. Und ich würde sagen, diese Frage sollte im Raum stehen, ob sie diskutiert wird. Ne? Wir gehen darauf ein. Und aus ganz hart gesagt, wird sich das jetzt im Laufe der vielleicht auch der Bundesliga-Saison mit den nächsten Vergleichen, die man hat, mehr und mehr herauskristallisieren, ob die Nationalmannschaft sich jetzt über diesen Effekt der Bundesliga, weil das sieht man ja bei den Senderstädtern Jungs beispielsweise. Du sagst Matic, oder auch Suat Ak und so weiter, denen hilft diese Bundesliga enorm, um wirklich jetzt eine bessere Dynamik in ihr Spiel zu kriegen. Die spielen halt auch in der Bundesliga durch. Die sind halt da. Kriegen ihre Erfahrung auf hohen Wettbewerb und deswegen entwickeln die sich gut. Und davon ist natürlich, profitiert die Nationalmannschaft. Und jetzt die Frage, wie weit kann das auch für die Philosophie von Marcel Früchte tragen? Die Frage ist halt nur, welchen Einfluss Marcel auch auf die Entwicklung dieser Spieler in der Bundesliga hat. Das ist halt wieder die Frage, wie viel Einfluss hat Jogi Löw gehabt auf die Fußballprofis? Ja, es ist halt die Frage, auch wie viel Zeit hat er, weil er ja noch ganz viele andere Projekte hat beim DFB. Deshalb ist ja wirklich die Frage, ob man Marcel als Head-Koordinator lässt und der auch andere Mannschaften trainiert, aber ihm eben jetzt jemanden zur Seite stellt, der unter ihm als OVAC, als Koordinator, als Head of Futsal sozusagen, die Nationalmannschaft übernimmt und der vielleicht mehr Ahnung hat mit Spielern, die noch nicht fertig ausgebildet sind. Fällt dir der Name ein, den man vielleicht mal ins Spiel bringen könnte? Ich rede immer von Pulpis, Ist ja ne? auch mal die José Frage, wenn du Ma jemanden ablösen willst, was ist die Second Best Option? José Maria Passos, der jetzt bei Benfica Trainer geworden ist, der ehemalige Trainer Usbekistans, Thailands, wahnsinnig guter Mann für individualtaktische Sachen. Aber da kannst du eigentlich grundsätzlich fast jeden in Spanien ausgebildeten Trainer nehmen, weil das in der Ausbildung ganz elementar ist, da. Ja, aber das geht auch wieder nicht. Dann hast du ja wieder Seniorentrainer, die wissen, wie man mit ausgebildeten Spielern umgeht. Das Ja, ist ja okay, du genau hast das auch wieder recht. Problem.
Ja, wir haben halt auch ein Entwicklungsproblem in Deutschland, dass wir die Spieler noch nicht haben. Okay. Und das wird sich auch nicht so schnell lösen, wie wir sehen, weil ja nur Legionäre spielen. Also in Ja. den besseren Vereinen, das ist ja, wir hoffen auf die Bundesliga. Unsere Vermutung war immer, ja, ob das so, ob die Rechnung aufgeht, das sehen wir jetzt. Ist nicht so einfach. Ja, jetzt Siehe hast du so. Pless auf der Ersatzbank bei Weil-Imdorf teilweise und auch andere Spieler, die dann eben auch nicht Ja. erste Wahl sind. Wie wär's denn Weil sie sich. mit Entschuldigung. Mitchumagic? Oh, das ist ein guter Name. Also, der Ja. hat in Finnland einen Impact gehabt, der hat Finnland echt nach vorne gebracht. Genau, jemand, Der der hat Reputation in dem Bereich, auch auf individualtaktischer Basis. Ja, Und das der ist hat ein. halt ein Land trainiert, welches eben auch mit nicht ausgebildeten Futsalspielern agiert hat und hat dieses Land auch über Jahre hinweg weit entwickelt. Mitchumagic oder Mikomagic, Ja. wie spricht man ihn aus? Ja. Wäre Mal auch schön. eine Option. Matik. Aber Marcel ist, wir mögen Marcel, Marcel ist ein Top-Typ als Person. Ja, man muss auch eins sagen, ich würde eher eine systemische Kritik äußern nochmal. Also um deine Kritik da auch nochmal anders zu perspektivieren. Und zwar gibt es, ist das zum Beispiel das DFB-Team fachlich divers? Wie divers fachlich ist das Team? Wie viele unterschiedlichen Futsal-Perspektiven hat dieses Team? Oder richtet sich alles nach dem Head Coach sozusagen? Gibt es auch in der Hinsicht zum Beispiel mal Impulse, die entgegen, also kontrafaktisch gegenüber dem sind, was am Ende Marcel zum Beispiel will? Und dadurch sozusagen eine Synergie, die wiederum dazu führt, dass auch Veränderungen, auch Marcel seine Idee weiterentwickelt und so weiter. Und da ist die Frage für mich, systemisch beispielsweise, ist das ein System, wo auch mal Störer drin sind? Also wirklich auch Kritik äußern, die zur Veränderung führt. Oder ist es ein harmonisches System? Das heißt, ist es ist ein lineares, autoritäres, also besser gesagt einfach lineares System, ganz klar Head Coach, Verantwortung, darunter sind die zuliefern oder ergänzen, aber nie die grundsätzliche Idee in Frage stellen. Und das ist das, wenn es das ist, dann würde man jetzt systemtheoretisch sagen, oder nicht systemtheoretisch, aber zum Beispiel nehmen wir Kruse, Peter Kruse, Organisationspsychologe, würde sagen, harmonische Systeme sind dumme Systeme, weil sie sich nicht weiterentwickeln. Sie bleiben dort, wo sie sind. Und das auch über Jahre. Und das ist halt die Vielleicht wäre es Frage. deshalb auch mal eine super Sache, wenn man sich einen reinen Techniktrainer holt für Marcel, der dann die Genau. Spieler, dann auch die Kapazitäten dafür schafft, mit den Spielern Individualtechnik, Individualtaktik zu trainieren, während die anderen andere Genau. Sachen, dann trainieren. Das wäre natürlich auch eine schöne Zwischenoption, dass man einfach das ein bisschen aufstafft und. Ja, ein Trainer für Individualtaktik und Technik, der schlussendlich sozusagen die Trainer ach, die Spieler so individuell formt, dass Marcel seine Konzepte durchspielt, also mit denen spielen kann. So, also der wirklich sich spezifisch nur um die Förderung des Individuums kümmert. Also das, was ich heute zum Beispiel zu Suat Akh gesagt habe, diese individualtaktischen Mittel dafür auch analysieren kann und auch sagen kann, warum man das macht, wieso und dann das fördert und da entsprechende Trainingseinheiten. Auch für die Defensive individualtaktisch, damit halt auch die Defensive bereichert wird. Aber vor der Gruppentaktik kommt das individuelle, taktische und technische. Und da bräuchte es vielleicht jemand oder zumindest eine Perspektive, wenn diese nicht vorhanden ist. Aber das können wir auch nicht beantworten. Vielleicht ist ja da ein Daniel Gerlach oder was auch immer, der da auf einmal damit kommt. Und wenn nicht, dann wird man das in den Ergebnissen sehen weiterhin, weil dann wird es eben nicht besser. Dann wird es wahrscheinlich so bleiben auf diesem Niveau. Und dann kommst du mit deiner Frage, ob das Zukunft hat in gewisser Art und Weise. Und das ist eine Entwicklungsfrage, die ist völlig legitim. Und das ist die Nationalmannschaft. Und wir haben halt keine 80 Millionen Futsal-Nationaltrainer, die sich da kritisch reflexiv mit auseinandersetzen oder zumindest auch Medien, die sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, wir sind das einzige Medium, die hier wirklich analysieren und dann auch mal sowas in den Raum werfen. Also die einzigen Störer sind wir vielleicht. So, also das weißt Die du ja nicht. Störer von Mr. Futsal. Ja, aber was Ja. das heißt, es ist halt, da müsste man vielleicht systemisch gucken, ist das dort vorhanden? Weil sonst wäre ich nicht verwundert darüber, dass wir auch im Jahre 2022 und 2023 immer noch gegen Schweden verlieren und gegen Moldawien nicht gewinnen. So ist das. Ja. Ja. Ja, gut, haben wir ja gut zusammengefasst. Das Dreiländerturnier, lass uns vielleicht die letzten Minuten, weil eigentlich sind wir gleich auch wieder durch schon wieder. Ja, Die Zeit sorry. verflogen. Wir haben ja gesagt, wir möchten ein Thema noch ansprechen. Der etwas Machen. anderen Natur und nennen wir es, warum wirkt ein Maskottchen besser als
High-Quality 30x30 Meter Plakate, übertrieben, aber so 5x5 Meter Plakate, die dann aufgehängt werden, jetzt auch in Düsseldorf, mit Michi Meier. Und warum ist ein Leo der Löwe so wichtig? Und warum kann das auch ein Ansatzpunkt für Futsalvereine sein, ja, in der Bundesliga mehr Zuschauer zu holen? Und da jetzt ganz kurz zu sagen, würde ich erstmal, was viele Vereine, wenn man die Diskussion, wie bekommen wir Zuschauer, wie bekommen wir mehr Zuschauer? Das sind für mich zwei Prozesse. Es ist einmal die Akquisition, quasi Erstakquise, jemanden das erste Mal in die Halle zu holen. Und dann gibt es den Punkt Retention. Wie behältst du den, der kommt? Wie kommt er wieder? Ja, so, also diese Erstakquise und dann, der kommt einmal und dann braucht er was. Zuschauererhalt. Retention. Zuschauererhalt, Retention. So, und es ist ja so, jemand, der zum Sport-Event geht, der geht da eigentlich nur aus drei Perspektiven. Entweder er will den Sport sehen. Es geht um den Sport, deshalb gehe ich dahin. Deshalb gehen wir halt die Futsal-Lieben, die Futsal-Enthusiasten, wir gehen in die dritte Liga hier am Niederrhein, da schaue ich mir Spiele an in der zweiten Liga oder spiele selber dritte Liga. Ja, weil ich einfach Bock auf den Sport habe, egal wie das Event ist, egal ob da Freunde sind oder nicht. Ich gehe dahin, ich gucke es mir an, weil ich den Sport an sich geil finde. So, dann hast du die, die da hingehen, Event. Das Event an sich ist geil, da Stimmung, das Essen ist gut, das Maskottchen ist gut. Und dann gibt es noch den Punkt Freunde, soziale Interaktion. Ich gehe dorthin, weil ich dort Leute treffe, ist so der klassische Amateurfußballpunkt. Das Spiel ist eigentlich nicht gut, das Event ist auch nicht, ist einfach nur auf dem Bolzplatz. Aber alle Dorfbewohner sind dort und man quatscht. So, das sind ja drei Punkte, warum man zu einem Sportevent hingeht. Erstmalig oder auch dann wiederholen, wenn das halt gut ist. Und ja, und diese Plakate, die überall hängen, ey, ganz ehrlich, was soll denn ein Michi Meier, den kennt doch niemand. Niemand wird doch jetzt, der Futsal nicht kennt, aufgrund eines Plakats mit Michi Meier dorthin gehen. Jemand, der Futsal kennt, geht sowieso hin. Dann brauchst du das Plakat auch nicht. Ja, jetzt könntest du, vielleicht haben, also jetzt bräuchst du eine Umfrage, wer ist denn jetzt wegen dieses Plakates am Wochenende beim Dreiländerturnier? Auch nicht machen, keiner. Ja, ich sag so. Das einfach so, N gleich Null, egal, ich sage, niemand ist wegen dieses Plakates da. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, wo du jetzt auch einsteigen kannst. Entschuldigung, war ein bisschen Monolog. Und zwar zum Punkt Maskottchen. Oh. Was lockt man an? Was lockt Kinder an? Das Event. Und ja, was braucht schon, denn ein Kind für ein Event? Ne? Weil das Kind interessiert sich nicht für den Sport. Also ja, gut, die spielen da irgendwie was, aber die könnten da unten auch irgendwie Halma spielen oder könnten da Sackhüpfen spielen, da wäre für die Kinder auch, da passiert irgendwas. Aber dann gibt es das Event an sich, was einem Spaß macht, was einem Stimmung macht. Ey, Maskottchen, der Leo Löwe, meine Kinder wollten nur das hin wegen dieses Löwens. Und dann ist er nicht da. Und das ist doch günstig. Steckst da immer noch so ein Kostüm. Und ihr habt ja damals bei Sennestadt, habt ihr ja Maskottchen. Ja. Wie lief das so? Wie hieß das nochmal? Panda. Der Sebi, der Panda. Übrigens nicht Sebastian, sondern Sennestadt Bielefeld. Oh. Sebi. Der Panda Sebi vom MCH. So, und ich frage mich jetzt gerade auch, jetzt ist eine geile Frage, die du stellst da. Erstmal, welchen Effekt kann das haben? Welchen Output liefert das? Und auch überhaupt, wer hat überhaupt ein Maskottchen im Futsalsport? Ja. Wer hat denn das außer der MCH-Futsalclub? Ich kenne nur euer Maskottchen, den Panda. Gibt es? So, und ja, ich frage mich wirklich, also vielleicht vergessen wir jemanden. Also hier und Münster, den Papageien, aber ich weiß nicht, ob das ist, Maskottchen rumgelaufen ist. Der war einfach nur als Stofftier immer dabei, ne? Ja, den haben sie mal als kleines Stofftier, den in der Hand wechseln. Ja. Die Black Panthers hatten auch immer so einen schwarzen Panther dabei. Der lag immer auf der Ersatzbank. War auch geil. Aber da muss man auch sagen, das einzige Maskottchen, das auch als Verkleidung tatsächlich mal vorhanden war oder ist, das kann ich jetzt gerade nicht bestätigen, dass das noch in Sennestadt gerade ist, aber ich habe es ja miterlebt bei deutschen Meisterschaftsspielen, der Panda Sebi. Da ist auch schon jemand in Sennestadt im Panda-Kostüm rumgelaufen und du erinnerst mich gerade mit Leo den Löwen dran, das hat echt gezogen bei den Kids, nämlich man hat eine Halbzeitpause und auch nach dem Spiel dann die Kids auf den Platz gelassen und mit dem Panda dann spielen lassen und so weiter. Und die waren verrückt nach diesem Panda. Du hast recht, ich erinnere mich. Geil. Die waren verrückt nach diesem Panda. Und ja, das war auch das, also unser Panda in Sennestadt, also ich sag mal unser, weil ich halt auch da maßgeblich noch dran beteiligt war. Ich habe den auch
habe nichts falsch gesagt, ich habe den entworfen zusammen mit meiner Schwägerin, die Grafikdesignerin ist. Wo hast du deine Hände alle nicht drin in deiner Stadt Ja, gehabt oder ja? wenn du die da mal fragst, dann, naja, aber ist ja nicht schlimm. Aber was ich sagen will ist, der hat wirklich auch dann tatsächlich zu positiver Resonanz geführt, auch vor allem in der Jugendszene, Kinder- und Jugendszene natürlich. Und in Sennestadt, wenn ich das jetzt mal reflektiere, hat man tatsächlich auch einen Zuschauerstamm, der so zwischen 8 und 15 sehr stark ist. Also da hat man einen deutlichen, also einen erkennbaren Anteil. Vielleicht hängt das mit diesem Maskottchen zusammen, aber ich kann auch nur von der Erfahrung sprechen, als dieses Maskottchen mal also wirklich mit Outfit rumgelaufen ist. Und ich kann mich erinnern, wie cool die Kinder da hinterher waren. Das war richtig cool. Und deswegen, wenn du mir von Leo den Löwen erzählst und dass er jetzt am Wochenende nicht da war, ist das für die Kinder, das war Ein nicht schön da. Trauma, ein richtiges Trauma. Trauma. Du wusstest, Ja. wusstest. Ja, Ja, die aber. wollten eigentlich nur entweder zu dem Löwen oder zu dem Freund, den wir hatten ja von uns, Ja. auch von Lukas, die Kinder, ne? Die waren auch da und dann, ja, ich will da rüber zu dem Kind. Also das war dieser Sozialeffekt. Ja, aber Oder? du musst da weiter stricken mal. Mal gucken, was, wenn die Kids auf einmal den Panda toll finden und dann den Futsalsport mit der Zeit, ne, das ist ja, das ist ein Prozess, dass das bewusst wird, dass da auch Futsal gespielt wird und dann ist man selbst mit dem Ball und dann will man das selbst spielen. Das sind ja so Faktoren, die dich dann zu diesem Sport leiten und dann kannst du über diesen Weg, die Bundesligisten können also hier, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Maskottchen an den Start bringen, also hier mal der Hinweis, bitte Bundesligisten, bringt uns euer Maskottchen, macht ein Maskottchen. Also wäre geil im Laufe der Saison, dass da ein Maskottchen rumläuft, weil die Kids damit in Kontakt mit dem Sport kommen, über eine Metapher, vielleicht eine tierische Metapher, vielleicht so ein Panda oder was auch immer, oder ein Panther bei den HSV Panthers. Und dadurch halt diesen Sport kennenlernen tatsächlich, aber auf eine pädagogisch sinnhaft kindliche Art. Das ist ja das Interessante, dass du hier Affinitäten erzeugst, die eben nicht du musst deswegen, weil du gegeneinander spielst, sondern du kommst erstmal in Berührung mit dem Ball, aus spielerischen, mit dem Panda zum Beispiel, dass du da ein bisschen rumkickst mit Und denen. bei spielerisch, was du ja auch gesagt hast, was ihr anscheinend in Bielefeld gemacht habt, was mir bei der deutschen Nationalmannschaft überhaupt nicht gefällt, ist, dass man nicht auf den Platz darf. Weil wir reden davon, wie bekommen wir Kinder überzeugt vom Futsal. Und das Einfachste ist doch, wenn diese Kinder einmal in der Halle sind, unten auf den Platz zu gehen und da Ja. zu kicken. Und dann war Leo der Löwe auch, obwohl der natürlich lustig war, der hat nichts gemacht. Der ist einfach nur rumgelaufen, so ein gelangweilter Student wahrscheinlich. Ja, der da irgendwie ein paar Euro bekommt, Mindestlohn 10,20 Euro. Ja, bekommt er dafür, dass er Leo der Löwe ist. Aber man hätte ihn auch viel mehr einbinden können in ein aktives Rahmenprogramm, Halbzeitpause vor dem Spiel, nach dem Spiel, Programm mit Kindern auf dem Platz. Ey, ganz ehrlich, das ist doch wichtiger für den deutschen Futsal als Cheerleader in der Halbzeitpause, irgendein Balljongleur oder auch die Ja. Beach Royals, da den Beach Royals einen Preis zu geben. Das kannst du auch noch Aber nebenbei machen, aber dann lass doch den Leo den Löwen oder den Sebi, ja, mit Kindern in der Halbzeitpause arbeiten, die sind noch da. ja. Geil, so schaffst du doch Und jetzt, Emotionen bei Kindern. ja, bei der Nationalmannschaft würde ich jetzt nicht so den Kritikpunkt jetzt da ansetzen, weil da natürlich jetzt gerade Corona-Hygieneregeln waren und so weiter, dass da vielleicht nicht jeder auf den Platz kann, ne? Aber, wie du schon sagst, wenn man das ins Konzept mit aufnimmt, zum Beispiel eine Halbzeitshow, ausgewählt mal ein paar Kinder irgendwie da mit den Ja, ich kann dir Panda. sagen, warum es bei der Nationalmannschaft nicht geht, weil nämlich die tolle LED-Bande, ja, Ah. den Untergang stört. Ja, weil es ist wichtiger, eine LED-Bande dahinzustellen, als Kinder auf den Platz zu lassen. Es ist nicht out of the box denken weiterhin. Wie können wir Ja. Futsal fördern? Klar, Corona könnte sein, obwohl da sehe ich jetzt keine Probleme, dass da Ja. Kinder runtergehen. Das ist dieses fehlende, für mich weiterhin out of the box denken. Viel zu viel verkopft im Fußball. Ja, so ein Fußball-Event ausrichten, obwohl die ganzen Determinanten alle anders sind. Und sorry, jetzt kannst du Ja. noch deinen Punkt ausführen. Nee, aber ich kann das völlig nachvollziehen, was du sagst. Und ich finde das ja auch interessant. Und das bringt mich auch auf neue Gedanken. Und ich finde das auch, ich glaube, da in der Hinsicht steckt der Futsal in Deutschland auch noch in seinen Kinderschuhen, auch beim DFB, dass man hier sowas wie ein Maskottchen vielleicht, weil jetzt müssen wir doch mal den Sport als Event vielleicht betrachten, wo man das verbinden kann, als auch für Kinder als Event. Und auch vielleicht mal in den, weiß nicht, in den typisch amerikanischen Sport schauen, da ist ein Maskottchen Grundlage für die Vereinsidentität teilweise, ne? Also wenn du in die Basketball schaust und so weiter, ne? Da sind ja teilweise Maskottchen Logo und die machen dann dort die Show und so weiter. Also das finde ich schon
interessant, auch da den Effekt rauszuziehen und auch da eine moderne Perspektive einzubringen, die eben über das alte Fußballdenken, über diese Determinanten aus dem Fußball hinausgehen und so also auch zeitgemäß sind. Und wenn wir zeitgemäß sagen, heißt das, wir wollen ja auch für die Zukunft etwas haben und das heißt, die Kinder und Jugendlichen müssen an den Sport rangebracht werden. Und ich denke, hier könnte, um Zuschauer zu gewinnen, hier auf jeden Fall ein wichtiger Punkt gesetzt werden, weil über die Symbolik eines Maskottchen ja Sympathie entsteht und zwar eine kindergerechte Sympathie. Und damit verbunden, wir sehen das jetzt natürlich aus der Brille mit dem Leo den Löwen, ich aus dem Panda Sebi beim MCH. Aber ich sehe ähnliche Effekte dort und würde mich mal fragen, ob der MCH den da auch noch mittlerweile laufen hat, weil ich war jetzt auch bei den Heimspielen noch nicht so wirklich. Ich habe einfach keine Zeit dazu. Bin ja glücklich, wenn ich mit dir hier aufzeichnen kann. Was ich aber sagen will, ist, an alle Bundesligisten da draußen, überlegt euch doch mal, ein Maskottchen aufzuziehen und das mal darum. Also ich fände das eine geile Idee und aus pädagogisch, auch wie aus dann aus der, wie du schon sagst, Zuschauergewinnung, Retention etc., Zielgruppen ansprechen und das wäre doch ein Mehrwert für den Futsal, weil du dann Kinder und Jugendliche für diesen Sport über das Maskottchen wirklich auch in Kontakt bringst. Und das ist es doch, weil Kinder wollen doch jetzt noch nicht hier, weiß ich nicht, sofort hier wissen, wer jetzt deutscher Meister ist oder sonst was. Die wollen halt erstmal ihre Lebenswelt. Das ist jetzt würde man sagen, das ist eine lebensweltorientierte Pädagogik. Man bringt das Maskottchen ist Teil der Lebenswelt des Kindes. Das Stofftier, das ist eine Metapher, das Tier. Ja, und ich fände das super geil, wenn jetzt die Bundesligisten vielleicht hier und da mal ein Maskottchen entwickeln. Und ja, super. Meine Kinder würden sich freuen. Dann kommen die immer öfters. Das ist dann auch einfacher. Retention. Das ist einfach auch einfacher dann nochmal. Du bist auch, dabei. Die Erziehungsberechtigten sind alle dabei. So. Ja. Ich meine, das ist wieder, für Erstakquise kommt da keiner hin, weil das Maskottchen da ist, aber das ist halt Retention. Das sind halt zwei unterschiedliche Kampagnen, die man da differenzieren muss oder unterschiedliche Kanäle, die man da einfach bedienen muss. Ne? Und am Ende kommt man nur in die Halle durch Kollegen. Ich habe auch wieder jetzt einen Kollegen von mir da so lange anscheinend positiv überzeugen können, dass er dann sich das Spiel angeschaut hat. Fand das ganz interessant. Futsal, auch im Castello, fand er super, kannte die Halle nicht. Aber dann wieder schade, er war jetzt einmal da und die Stimmung war halt nicht so geil. Ja, die Stimmung war halt einfach nicht existent, außer bei Highlight-Szenen. Ansonsten hat man die Klimaanlage mal wieder fast gehört. Ja, so konstante Stimmung, also auch ein Event, den man plant und auch sozusagen auch Stimmung mit einplant und Effekte auch versucht dazu zu erzeugen oder auch einfach und schon sagst, jemand mit einer Trommel oder das Maskottchen rumlaufen lassen, um Stimmung zu erzeugen, das konzeptionell anzubringen, ist total wichtig, damit das halt nicht so eine Langweiler-Show wird, damit man halt neben dem Spiel gebunden wird. So, Stimmung, wir haben ja schon mal. Und wie man das entwickelt, das ist die Frage. Konzipieren, und da musst du erstmal einen Plan haben. Und das kannst. Ich würde gerne in Hohenstein bitte Hotti. Hotti. Hotti ist doch super, oder? Oh, Hotti, da Hotti kann auch irgendein Tier sein oder einfach so ein. Ja, so ein Hotpants, einfach so ein Tier mit so einer Hotpants. Das wär ganz witzig. Bitte mit Oberteil dann, mit dem Trikot von Hot 05. Ja, da waren sie denn Tiere angezogen. Das Trikot muss das Maskottchen tragen. Ah ja, stimmt, Trikot muss anhaben. Ja, okay, da gebe ich dir recht. Untenrum darf es gerne frei rumlaufen. Ja, Panthers, klar, liegt auf der Hand, das Logo. Düsseldorf eigentlich auch mit Löwen. Ja, hieß Wacker eh Eagles, Lions. Eagles auch. Ja, Eagles wäre mega. Ja. Ja, Penzberg hat doch auch ein Tier. Ist er nicht ein Wolf? Wolf? Irgendwie so ein Wolf? Ja, Wolf. So auch klasse, weil Imdorf und SFC. Gut, müsste man jetzt was designen. Und wen haben wir vergessen? Das war's. Mainz. Ah ja, da Mainz. Ein Dom, einen laufenden Dom. Laufenden Mainzer Dom. Findet man ein Mainzelmännchen. Ja, perfekt. Mainzelmännchen, ja. Ja, wie geil ist das denn? Das ist doch geil, auf der Hand. Zum Mainzelmännchen kriegst du sogar locker ein Kostüm. Ja, ist super einfach. Da kannst du da 20 rumlaufen lassen von den Mainzelmännchen. Überall, bei Amazon oder was auch immer, auch wenn man das nicht unterstützen muss. Und erledigt, so hat jeder ein Maskottchen. Bitte durchführen. Ja, geil. Geile Thematik. Bock. Total. Aber wir haben schon 1 Stunde 20. Jetzt aber Stopp, Daniel. Ja, jetzt Abbruch. Es hat mir unglaublich wieder viel Spaß gemacht mit dir. Und ich hoffe, den Zuhörern auch mit den neuesten News versorgt. Und dann übergebe ich an dich für das letzte Wort, wie immer. Deine Stage is yours.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Waren interessante Themen. Also Nationalmannschaft ist sowieso interessant. Schön, dass da wieder reflektiert werden konnte. Und das Maskottchen-Thema finde ich auch super interessant, muss ich sagen. Also liebe Bundesligisten, gebt mal da Gas, würde uns echt freuen. Und die Futsalwelt würde eine Bereicherung kriegen, weil Kinder und Jugendliche hier einen Zugang finden. Gut, Daniel, ich wünsche dir eine gute Zeit, allen Hörern eine gute Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal und ist ja demnächst wieder Bundesliga. Also es geht weiter und ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.